Die Natur liegt dir am Herzen, nicht wahr? Du recycelst viel, nimmst Zug statt Flug, trägst nie Pelz, kaufst Bio, klar. Die Klimakrise raubt dir den Schlaf, der sterbende Wald, steigende Meer und der Eisbär. Oh, der Eisbär. Du kennst das Gefühl. So viele Sorgen, so viel Schmerz. Ein Wald in Flammen, erlegte Tiere, eine weitere Art ausgestorben. Lösungen müssen her. Aber nichts passiert. Konferenzen, Worte. Es ist nicht fair. Die Politik taktiert. Doch hier kommt die Rettung. Alles, wirklich alles wird gut. 30% der Erde schützen, Klima, Arten, allen wird es nützen. Es steht überall. Es muss stimmen. Du fasst wieder Mut. Rettet die Welt. Vor uns? NaturschützerInnen loben. Aber wer erfand die 30%? Die Jungs von oben, die Land und Meer verschmutzen und die meisten Ressourcen nutzen. Die Natur gedeiht, vom Mensch entzweit. Für Bedenken keine Zeit. Aber halt, schau genau hin. 30%, wer lebt darin? Wo lebst du? Und wer lebt dort? Sind die leeren Kolonien vergessen? Keine Menschen wie wir? Schwarz stattdessen? Schutzgebiete an diesem Ort? Geboren aus Gewalt, Schutzgebiete sind alt. Missbrauch, Qual und Tod. Menschen von ihrem Land vertrieben. Diese Geschichte wird nicht gelehrt. Wir gaben uns damit zufrieden. Nicht schon wieder. Der nächste monströse Graus? Indigene Völker leben mit der Natur. Sie prägen sie. Sie ist nicht wild. Sie pflegen sie. Uns weit voraus. Es ist ihr Haus. Unser Schutzgebiet, ihr Zuhause, ihr Leben mit erhaltender Hand. Unser Konsumrausch rasant, weder verwurzelt noch nachhaltig. Wir, 30% Touristen, wollen mehr von ihrem Land. Wir blöken, es ist für das Wohl aller. Sie schreien, es ist die große grüne Lüge. Lasst uns alle rufen, Stopp! Wenn dir die Natur am Herzen liegt, musst du die Landrechte indigener Völker respektieren. Schutzgebiete zerstören indigene Völker und schaden der Erde. Wir gehören zueinander.